Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars Jedi Survivor mit mir, dem Jan. Jetzt gehe ich hier weiter. Die Frage ist nur, wo lang? Weil ich hier hochkomme. Und dann? Wir sind nicht die Einzigen, die hier etwas suchen. Denkst du, es ist Dagon? Ein Koppler? Dann ist auch die Energiequelle nicht weit. Also wird die Energiequelle, die ich ja da hinten habe, damit kann ich dann irgendwann das da hinten wegmachen, ne? Weil da hinten im Turm ist ja eine gewesen. Da hinten leuchtet was. Warte, oder ist hier eine Kugel drin? Centauri Kree? Okay, was haben wir denn jetzt hier? So, warte. Hier werdet ihr lernen, Kobo-Materie zu beherrschen, um euch so auf den Weg durch den Abyss vorzubereiten. Aber im Erfolg werdet ihr auch eine noch stärkere Verbindung zur Macht finden. Kann ich da hoch? Ist da oben was? Verstehe, Meister. Darf ich jetzt gehen? Musst du irgendwo hin? Na gut, aber komm danach wieder. Danke. Natürlich. So, jetzt habe ich das frei. Ich irgendwie was schweben lassen? Sieht nämlich so aus, als ob ich da diesen Laser irgendwie durchhauen kann.
braucht da wieder so irgendeine Kugel oder so. Warte, oder kann ich das Ding drehen? Verbindung zur Macht zu unserem gemeinsamen Ziel führen. Tananor. Centauri Kree hat Jedi auf die Reise durch den Abyss vorbereitet. Ach so, das ist da oben. Damit ich das jetzt hier wiederholen kann. Und da hinten benutzen kann. Denkst du, mit dem Aufwind kommen wir rüber? So. Okay, ich kann das nicht weiter in die Richtung drehen. Da auch nicht. Keine Ahnung. Kurz speichern. Und weiter. Aber hier ist ja was. Gehen wir. Netter Fund. Bringen wir sie zu See. Hey, BD-1. Will er hier irgendwie was scannen? Ah. Nutzen wir den Aufwand. So, was ist denn hier? Beide sind weg. Ich bin dein Verbündeter. Hilf mir. Sie sind hinter dir her.
beschütze mich. Erreicht, warten neue Gelegenheiten, um zu teilen und zu lernen. Und wir können noch vieles von diesem Planeten lernen. Was habt ihr rausgefunden, Centauri? Ich wollte es nicht haben. Ich wollte nur wissen, ob ich da hochkomme. Ich frage mich, welche Geheimnisse dieser Ort verbirgt. Kobo-Materie. Überwuchert. So, jetzt bin ich hier. Toll. Wir es aus. Was? Kobo Zerkleinerer für B1 freigeschaltet. B1 kann jetzt Kobo Materie auf Oberflächen Sprühe Kobo Materie aufstrahlen aus den Koba Resonatoren, um Hindernisse zu verbrennen. Die Kells Weg blockieren. Ich muss die Energie mit der Materie verbinden. Vielleicht können wir dein Mahlwerk benutzen. Wir glauben, dass die Kobo-Materie aus den Tiefen des Abyss stammt. Diese seltsame Substanz ist mysteriös, aber wir können sie durchaus studieren und manipulieren. Wie auch bei allem anderen. Sobald wir es verstehen, können wir es benutzen und kontrollieren. Netter Trick, Kumpel. Hey, BD. Netter Fund, bringen wir sie zu See. Okay.
brauchen Muntermacher. Upsala. Lass uns das See zeigen. So. Dann. Zusammen können die Republik und der Orden der Jedi die Geheimnisse dieser Galaxis entziffern und sie für das große Ganze nutzen. Die Macht weist uns den Weg. Klingt nach dem Orden, an den ich mich erinnere. Alles, was Kree hier gebaut hat, wurde durch eine Katastrophe zerstört, die sie nicht vorhersehen konnte. Manchmal scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Ich habe gehört, wie Meisterin Kree von ihren Träumen für den Abyss erzählt hat. Es ist unschicklich, zu tratschen und zu lauschen. Ja, Meister. Verzeiht. Okay. Was habe ich jetzt hier? Machtessenz erhalten. Kann ich von hier oben das Ding eigentlich holen? Von wo kam ich da? Das habe ich ja für hier hinten gebraucht, meine ich, ja. Noch einer freigemacht. Wir müssen jetzt auf dem Aufwind zur anderen Seite gelangen können. Okay. Ich geh los. Du kannst uns nicht alle aufhalten. Kommst du nicht? Ich bin keine Bedrohung. Ziel ist in der Defensive. Die soll ich jetzt Angst kriegen? Clever. Einfach. Heute nicht, mein Freund. Doch. Okay. Komm ich da durch? Da hinten war noch was. Langsam sorge ich mich um das Projekt. Es steht uns nicht zu, zu zweifeln. Selbst die Padawans spüren, dass etwas nicht stimmt. Die Saat der Sorge. Hast du dich... Interessiert was? So. Willkommen, Jedi. Feinde des Friedens bedrohen die Grenze der Galaxis und unsere Republik. Sobald wir den Abyss durchqueren, könnte Tanelor eine Bastion gegen diese Bedrohung werden. Ein Signal der Hoffnung und Gerechtigkeit im Outer Rim. Tanelor war für sie mehr als eine Mission. Es war der Traum einer besseren Zukunft. Kann ich das Ding hier durchholen?
Nächstes Rätsel. Da ist eine Kante. So, von der Theorie geht das dann jetzt nicht zu. Die Theorie bewahrheitet sich. Was ist hier? Wo warst du so lange? Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Mein Meister ist beharrlich. Nun, darum musst du dich nicht sorgen. Nicht hier. Ist hier oben auch noch was? Nein. Hier oben hat er wahrscheinlich gepennt, unten gekocht. Ich wette, wir können die Materie mit unserem Malwerk beseitigen. Verschieben wir diesen Block so, dass die Welle ihn trifft. Wie verschieben? Ich kann das nicht drehen. Ach so. Den Block meint er. Jetzt hier. Da unten. Jetzt können wir nach oben. So.
Danke für die Hilfe. So. Dann würde ich jetzt erstmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.